So, weiß am Zug. Hier bietet sich natürlich Dame E8 sehr schnell an, aber dann kommt Dame F8. Ah, es ist Turm A6. Oh, schön. Schöne Grundreihenkombination. Also Dame E8, Grundreihenschwäche von Schwarz, kommt aber Dame F8, es geht nicht direkt weiter und deswegen Turm A6 und Schwarz hat keine Ausreden. Bauer schlägt, scheitert an Dame schlägt A8. Turm B8, Venator 232. Vielen Dank fürs zombie-mäßige Hinterherlaufen. Dann kommt eben Turm E8 in dieser Variante, also Turm A6, BA6, Dame schlägt A8, irgendwas nach B8 und dann Turm E8 oder Turm A6. Na, Turm A6 kommt Dame E8, das ist ganz simpel und dann matt im nächsten. Oder Dame schlägt A6 und Dame E8 und dann ist auch matt im nächsten. Und müssen wir mal kurz schauen. Moment. Es gibt Turm B1, aber das wird wahrscheinlich auch nicht helfen, oder? Wird auch nicht helfen. Na, interessant. Es gibt nach Turm schlägt A6 den Zug Turm B1, König schlägt B1, Springer schlägt D2. Andere Schachs, die nichts einstellen, gibt es da nicht. Na, Springer A3 vielleicht. Das ist ja Quatsch. Also, zack, 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 Springer D2. Dann geht aber der König einfach nach C1 und nach Springer schlägt E4 kommt einfach Turm schlägt A8. Okay, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Eine andere Lösung kann es eigentlich nicht geben. Also, es könnte so eine Finte sein, so ein roter Hering, dass Turm schlägt A6 sehr verlockend ist, aber am Ende falsch wegen Turm B1, aber ich sehe nicht warum. Also Turm schlägt A6, oder? Hi, improvisierter User namens Marvin. Glaube ich. Oh, das sieht nach Dame G6 aus. Dame G6, F schlägt G6, Turm schlägt G7, König H8, Springer G6. Seid ihr der gleichen Meinung? Dann weiß ich auch nicht. sorry, nicht Marvin. Ich bin irgendwie nicht gut mit Vornamen hier im Stream. Wo ist eigentlich Stefan von Gaming-Spielplatz? Ja, Schachmann Theo. Ja, wer war denn Vorname? Das war nicht so wichtig. Kannst auch inkognito bleiben, so wie ich hier mit meinem Browser. Also Dame G6, F schlägt G6, Turm G7, König H8, Springer G6 matt. Jetzt müssen wir noch kurz checken, ob nach Dame G6 nicht irgendwas Lästiges noch funktioniert für Schwarz. Hier gibt es kein Schach. Gibt sonst auch keine Schachs. Und Dame G7 ist eine Drohung, die nicht zu verteidigen ist. Springer F5, einfach GF5. Und ja, das war's. Dame G6. Ich brauche Karteikarten. Bäm! Die kenne ich zufällig. Die habe ich auch schon häufiger in Trainings meinen Schülern gegeben. Bauernendspiel. Das Problem ist folgendes: König C3 ist nur Remis. Wer kann mir sagen, warum König C3 nur Remis ist? Da gibt es nur einen Zug, der Remis hält. Anton kann es mir sagen. Genau, Anton 3. König C3, dann kommt. Da kommt A3 und wenn Weiß dann nimmt, dann ist der Turmbauer immer Remis, wenn der König nach C8 kommt. Der muss gar nicht ins Eck, der muss nur nach C8 und das kann man schnell sehen, ausrechnen, dass das natürlich geschieht. Also darf Weiß theoretisch nach König C3 A3 nicht schlagen, sondern müsste sowas wie B4 spielen. Aber das Problem ist, in diesem Bauernendspiel bekommt Schwarz dann die Opposition, obwohl Weiß sich diesen Bauern rechtzeitig abholen kann. Deswegen ist nicht König C3 richtig, sondern König B1. Und wenn Schwarz dann ranläuft, dann ist Weiß rechtzeitig da, um in ein gewonnenes Bauernendspiel überzuleiten. Und nach dem Zug A3 kommt B3 und Weiß gewinnt diesen Bauern auch wieder rechtzeitig. Also hier ist es König B1. Aber also das sind schon teilweise sehr schwere Aufgaben. Und wenn die 76 davon haben wollen, was ist denn, wenn man wirklich nur so 1200 hat? Da muss man ja auch irgendwie mal eine Aufgabe lösen können. Na gut, hier sieht das wieder nach Dame G6 aus, Klassiker und funktioniert. Ist matt. Dame G6, F schlägt G6, Springer E7 Doppelschach, König H8, Springer G6 matt. Es droht nach Dame G6, Springer schlägt F6 nebst Dame H7 matt. Und dann gibt es noch Dame G6, H schlägt G5. Dann kommt einfach H schlägt G5 und es ändert sich nicht viel. Es droht immer noch Springer schlägt F6. Alles klar, vielen Dank für die Aufklärung, Jonas. Ja, ich habe einen Mannschaftskameraden in der Schweiz, der heißt Matteo.
und der ist eigentlich auch ein großer Fan von mir. Und der verpasst keinen Stream. Also kein Stream nicht, aber Psychodog, vielen Dank fürs zombie-mäßige Hinterherlaufen, aber fragt mich immer aus. Deswegen dachte ich, vielleicht bist du das, aber bist du nicht. Also, Dame G6 und Weiß gewinnt. Oh, das ist ein Klassiker, allerdings mit vertauschten Farben. Das ist eine Partie von Tigran Petrosian, allerdings nicht dem Cheater, sondern dem Weltmeister. Und hier muss man defensiv denken. Das ist genau die gleiche Stellung, nur mit vertauschten Farben. Wo ist mein Quartett? Naja, ihr kennt Petrosian, oder? Moment. Wer kann den richtigen Zug finden, aber dafür braucht man schon echt sau viel Spielstärke oder muss man die Partie kennen. Ich glaube, die Engine ist sich ja gar nicht so sicher am Anfang, ob das wirklich der beste Zug ist, aber am Ende ist es das. Akif, vielen Dank. Richtig, Anti-Cheating-Label von DSSP sollte ich noch bewerben, weil ich bin ja Ambassador, also Botschafter. Ja, das ist... weiß ich auch nicht so genau. Aber der Peter Hug, der das ins Leben gerufen hat, hat mich gebeten, das zu machen. Also sage ich nicht nein, weil der hat mir schon viele coole Aufträge besorgt. Zum Beispiel einen Riesenhaufen Schachlegenden-Quartetts abgenommen und mich in die Mannschaft mit Matteo in der Schweiz beordert. Und deswegen wollte ich da auf keinen Fall nein sagen. Ist aber auf jeden Fall eine gute Initiative gegen Cheating online. Petrosian. Wer kennt die Petrosian-Partie? Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, aber es war auf jeden Fall auch gegen starken Spieler. Blendet ein bisschen. Was würde dieser Mensch spielen und sich dann tierisch einen abfreuen in dieser Stellung? Ja, Christian sieht das richtig hier. Qualle geben. Ja, Christian, als du... in Spieltheorie promoviert hast oder Volkswirtschaftslehre im Allgemeinen, ich weiß gar nicht, worin du genau promoviert hast, habe ich mir klassische Schachpartien angeguckt. Nicht wirklich. Turm E3 ist hier der richtige Zug, weil Schwarz droht mit E3 hier die Stellung zu öffnen. Sehr unangenehm. Und nach Turm E3 Läufer schlägt E3, kann man mit der Dame zum Beispiel wieder nehmen, dann den Springer D4 umgruppieren und hat extrem gute schwarzfeldrige Kontrolle und eine super Blockade. Und das ist aber eher ein defensives Opfer. Weiß steht dann nicht unbedingt besser, aber ich glaube, er hat die Partie trotzdem gewonnen. Nee, das war nicht Niklas. Wobei Niklas auch so ein Foto hat, wo er so schelmisch grinst. Nee, das war Tigran Petrosian. Ja, die Stellung ist auch nicht einfach, ne? Es braucht schon einen Weltmeister, um Turm E3 zu finden. Oder Christian Seel. So, Turm E3. Ja, das ist natürlich schon sehr kompliziert. Weiß hat ansonsten nicht so richtig Grip auf die Stellung, ne? Irgendwie der Springer, der will nach D4, aber der kommt da nicht hin und der Läufer schießt hier Löcher in die Luft. Deswegen Turm E3 und dann mit dem Springer über E2 nach D4. Und den E-Bauern blockieren. Okay, das kenne ich jetzt nicht und das sieht auch schwierig aus, kompliziert.